Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder, Linda und Christian. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist schon 21.53 Uhr. Wir sind natürlich schon ein bisschen müde. Wir haben aber noch den kleinen Mann ins Bett bringen müssen, damit wir dieses Video für euch abdrehen können. Und wir haben gerade nämlich noch schnell Mykonos abgedreht und jetzt befinden wir uns schon im Bodrum. So einfach ist das. Mensch, was für eine Zeitkapsel hier. So, wir lassen den Film ablaufen und wir erzählen euch, was wir so erlebt haben und die Highlights aus Bodrum natürlich. Viel Spaß beim Video. So, da seht ihr uns morgens im Ankelmanns Platz im Buffet-Restaurant beim Frühstück. Und das ist ein Ausflug gewesen, welchen wir morgens gemacht haben, weil abends wurde kein Ausflug angeboten. Denn sonst, das ist ein Tipp von uns an alle Eltern, macht die Ausflüge immer nachmittags. Dann hat man nämlich vormittags das Schiff für sich alleine und die Kinder können erstmal Planschen toben und ihr könnt euren Kram erledigen und alles ist toll. Richtig. Genau. So, und wir zeigen euch jetzt die Einfahrt in den Hafen von Bodrum. Und das ist ein sehr, sehr schöner Hafen. Guten Morgen, meine Lieben, von der Main Ship 2. Ja, heute Morgen laufen wir ein in den Hafen von Bodrum. Es ist jetzt kurz vor 8. Wir sind schon fertig und begeben uns gleich auf unseren nächsten Ausflug hier in Bodrum. Und hinter mir seht ihr den Hafen. So, wir müssen jeden Moment gleich anlegen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So, und dann freue ich mich gleich auf unseren Ausflug Bodrums Höhepunkte. Ja, ihr seht jetzt hier zum Beispiel sehr, sehr alte Schiffe teilweise. Davon gibt es übrigens auch ganz, ganz viele im Hafen von Bodrum. Das sind, die sehen so aus wie so alte Holzgaleeren. Sehr altertümliche Schiffe, aber sehr schön zurechtgemacht. Meistens noch mit irgendwelchen orientalischen Verzierungen, schönen Namen. Und teilweise sehr, sehr große Schiffe auch, also mit zwei oder drei Masten sogar. Und davon gibt es eine spezielle Liegestelle im Hafen von Bodrum, wo die sich so aneinander reihen. So, ihr Lieben, nun befinden wir uns im Bus. Wir hatten einen Top-Reiseleiter in Bodrum und wir haben verschiedene Städte besucht und das zeigen wir euch jetzt. Also viel Spaß in Bodrum mit uns. Okay, also als allererstes sind wir ein bisschen durch Bodrum gefahren und haben dann ein Hangtheater angesteuert. Das liegt etwas oberhalb von Bodrum und haben das besichtigt. Das war echt sehr, sehr schön. Es war unfassbar warm dort und ich glaube, die haben dort gerade auch irgendetwas vorbereitet, weil da auch häufig irgendwelche Aufführungen oder so stattfinden. Ja, es sieht aus wie ein Amphitheater, aber es ist ein greco-romanisches Theater. Greco von altgriechisch und mit römischen Einflüssen, weil auch die Römer hier waren. Und so sieht es dann halt aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Es ist kein Amphitheater im klassischen Sinne, weil es ist in den Hang gebaut. Deswegen nennt man das auch Hangtheater. Ja, jetzt haben wir heute wieder was gelernt. Ja, und von diesem Hangtheater aus sind wir dann, glaube ich, noch ein Stück weitergebracht worden und sind dann irgendwann zu Fuß gelaufen. Mhm. Da ging es auch wirklich richtig bergab, auch so mit Kinderwagen, zu dem Grab von Mausolos. Und das haben wir dort besichtigt. Hallo meine Lieben, wir befinden uns jetzt hier in Bodrum am sogenannten Mausoleum. Das Mausoleum war 54 Meter hoch, erbaut worden zu Ehren Mausolos, einem persischen Vertreter, der damals für die Perser hier vor Ort war, um das Land praktisch zu vertreten. Und ja, er war hier begraben, daher auch der Name Mausoleum. Und dummerweise, das Gebäude war so schön und mit tollen grünen Steinen versehen und dummerweise haben damals die Kreuzritter sich dieses Mausoleums bedient und haben sich die ganzen Steine praktisch genommen, um am Hafen eine Brücke zu errichten und auch eine große Ritterburg zu bauen. Ja, und das ist im Grunde alles, was vom Mausoleum übrig geblieben ist. Das war eines der Weltwunder der Antike und das sind nur noch die Grundmauern, die da sind. Und ja, das war es eigentlich im Grunde genommen. Nachdem wir das Grab von Mausolos besichtigt hatten, sind wir dann zum Hafen gegangen und sind dann an der Hafenpromenade entlang geschlendert bis zu der Zitadelle, die wir dann im Anschluss besichtigt haben. So ihr Lieben, hinter mir die Burg. Ich schaue mir jetzt mal an, was die Kreuzritter so geklaut haben. Thank you.
eine sehr sehenswerte Stadt, eine sehr multikulturelle Stadt. Also das ist so richtig Orient trifft Occident. Also das muss man wirklich sagen, fand ich. Das ist jetzt nicht mega orientalisch, aber auch nicht sehr westlich. Das ist so ein Mix aus beiden. Sehr, sehr starke westliche Einflüsse, aber noch mit sehr vielen orientalischen Charmen belassen. Hat mir sehr gut gefallen und das war auch mal so ein schöner Stop in der Reise, dass man mal von Malta oder von den anderen Städten, wo wir jetzt waren, oder von Mykonos so alles weiß. Das ist jetzt mal so ein richtiger Bruch gewesen und dann mal eintauchen in die orientalische Welt. Hat mir persönlich sehr gut gefallen, dir ja auch. Und es war sehr schön, war sehr heiß. Das sollte man sich auch wirklich genau überlegen, wie man das macht. Also es war aber kein Problem mit Noah. Den Kinderwagen konnten wir an dieser Ritterburg auch parken. Es gab ein extra so eine Abstellkammer irgendwie. Da haben die ganzen Eltern ihre Kinderwagen geparkt mit so einem Nümmerchen, was man sich nachher abholen konnte. Es war alles kein Problem. Und dann ist man da halt diese Burg hochgegangen, komplett mit dem Guide geführt, das war ganz praktisch. Und dann haben wir uns aber auch wirklich, wie gesagt, irgendwann mal halt abgeseilt und haben uns in den Schatten gesetzt, weil es dann doch irgendwann mal zu heiß wurde. Und der Kleine wollte da mal ein Eis essen und das haben wir dann auch easy gemacht. Ihr Lieben, wir hoffen, das Video euch gefallen und Bodrum auch. Und falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare oder auf Instagram unter diesem Post. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann geht es nämlich von Bodrum nach Catania, zwischendurch noch einen Seetag und Catania ist Sizilien. Sizilien und das war wunderschön. Richtig klasse. Genau und nicht vergessen, abonniert den Kanal. Bis dahin, ahoi ahoi, ciao ciao. Hasta la vista.